Ja, hallo und herzlich willkommen zum WM-Finale 2010 in Südafrika. Nein, natürlich nicht, es ist die Wiederholung. Und ich bin auch heute wieder nicht alleine. Ich kommentiere mit Robert. Hallo Robert. Buenas noches. Oder auch Moinsen, wie in den Kommentaren stand, aber ist okay. Ja, ich spiele mit Holland. Der Herr Kollege Basti, aka Modern Consumer, spielt mit Spanien. Boah, guck mal, die mal gucken, Zuschauer was dabei rauskommt. Hast du gesehen, gerade die Zuschauer? Wie ja, sie alle Krüppel. Irgendwelche Farben hatten? Voll Krüppel, also wie FIFA halt ganz oft. Wunderbar, total schön, ich find's toll. Findest du es toll, okay. Ja. Noch kleines Detail, wir spielen heute, im, wie ihr jetzt gerade seht, Online-Teamwork-Modus, also im Bio-Pro-Modus. Allerdings haben wir dann den Biss so gemacht, dass wir die ganze Mannschaft steuern, weil das mit dem Mann-gegen-Mann-Spiel eben nicht ging. Wir finden uns nicht. Und ja, genau, wir finden uns nicht. Genau. Oh, und, die kriege ich hier noch. Ach, so. So, und du stehst ja gleich mal im Abseits? Okay. Ja, also, so. Lasst euch nicht irritieren von anderen Symbolen, genau. Die sonst nicht zu sehen sind. Die sind jetzt heute da, aber ist ja nicht schlimm. Zum das Beispiel sollte euch da. Nicht. Und auch wenn zum Beispiel dann irgendein Plus oder ein Minus beim Basti jetzt angezeigt wird. Ja, das ist alles ganz normal. Alles wird gut. Eigentlich mag ich ja Spanien nicht. Habe ich eben schon mal gesagt, aber jetzt sage ich es hier nochmal. Okay, deine Entscheidung. Ja. Ich meine, du auch als Deutschland-Fan, ich weiß ja nicht, was du davon hältst. Aber ich glaube. Hier ist das Schnuppe. Ich bin ja. Ich kann mir gut vorstellen, mittlerweile, wie es so ein Dortmunder ist, mit Schalke bei FIFA zu spielen. Das ist für mich wie, wenn ich mit Spanien spielen muss. Also, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Naja, aber ich mach's jetzt einfach und ich gebe ja immer alles. Ich bin ja ein Siegertyp. Ich gewinne gerne. Ich bin zielstrebig und überhaupt. Ah! So, und du hast gesagt. Und ich bin wieder. Was? Ja, und du hast gesagt, du bist heute besser als beim letzten Mal. Ja, ich muss. Ich muss. Oh, yeah, wir. Er kriegt ihn. Und 1:0 für Spanien. Langsam wird's deprimierend. Ja, aber wieder langsam. Rein theoretisch hätte ich auch eine rote Karte in Kauf nehmen können, aber wollte ich jetzt. Spiele nicht wieder, also vergesst sie. Ich spiele heute, als wenn wir noch nie gespielt hätten. Genau. Wenn das irgendwie geht. Aber du bist ja ein fairer Sportsmann, habe ich auch in den Videos, die ich mir nochmal angeschaut habe, gemerkt. Im Gegensatz zu mir. Ich bin schon immer das Schlechteste. Okay. Nein, natürlich nicht. So, aber irgendwie ist er da vorne so alleine. Dass du erstmal wieder hinten rumkickst. Ja. So, Robben ist jetzt. Oh, ich bin schon wieder hier. Xavi. Ah, kommt nicht zum Schuss. Robben ist ja jetzt wieder irgendwie voll gut dabei im Training, habe ich gehört. Beim FC Bayern. FC Bayern München, ah ja. Und du bist Bayern-Fan, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also wenn alle Hater jetzt gerade am Video angucken sind, ja, ich stehe dazu. Mhm. Ja. Genau, also. Und nein, es gibt keine Arroganz-Arena, es gibt nur eine Allianz-Arena, aber okay. Jeder soll sich da seine eigenen Meinung bilden. Oh! Ja, Hauptsache mal schon. Selbe Karte eigentlich, ne? Das gibt eigentlich Geld. Genau. Das wurde schon längst abgepfiffen. Ja, worauf ich ja hinaus wollte eben, heißt ja, ist ja, dass das Robberie-Duo dann quasi in der Rückrunde wieder zurück ist und dann ja, auch noch gegen den VfS Wolfsburg, gegen den sie ja ihren ersten jedenfalls Wolfsburg, wo sie ja ihren ersten Glanzauftritt damals hatten mit Robben, seiner Premiere und zwei Tore und irgendwie eine Vorlage oder so, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war er irgendwie ziemlich geil. Oh! Hattest du jetzt eigentlich Van Nistelrooy hier aufgestellt? Nein, ich habe, weil wir gesagt haben, wir machen das WM-Spiel, habe ich gesagt, wir gehen hier hin mit Klaas-Jan Hüntler. Ach so, ja. Da ist er gerade am Ball, der Herr Kollege. Ja, der gute Schalke-Stürmer. Ja. Ich habe die Aufstellung so gelassen, wie sie ist, von FIFA standardmäßig. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die in der WM, im WM-Finale war. Ich weiß nur, dass Iniesta hatte, glaube ich, das Tor geschossen, das Wichtige. Richtig. Und Spanien war bei der WM, die hatten nur drei Torschützen in der ganzen Mannschaft. Soweit ich das weiß, ja.
Das weiß ich jetzt nicht, aber... Bild, ja. Ich lese sehr viel Bild, muss ich sagen, für Sport. Boah. Stimmt ja immer alles, ne? Ich guck nur den Sport halt. Ja, auf jeden Fall stand das da. Und die einzige Mannschaft bei der WM, die nicht verloren hat, war... Spanien, oder? Nein, Spanien hat gegen die Schweiz verloren im Auftaktspiel. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Ich sage es dir gleich, wenn ich den Ball in deinem Tor zappeln lasse. Nee, die einzige Mannschaft, die nicht verloren hat bei der WM 2010 in Südafrika, war Neuseeland. 3 Unentschieden. Ja. Das ist unglaublich. So ein kleines Land. Ich drück da aufpassen. Okay, die haben nicht. Achso, 3 Unentschieden und das hat dann am Ende nicht gereicht. Ja. Sind halt aber trotzdem froh nach Hause gefahren, glaube ich. Oh, Junge! So einen musst du reinmachen! Ich habe ja zum tausendsten Mal mir sagen lassen, wir hatten ja gefragt beim letzten Video, hätte ich da gehen sollen oder nicht bei dem England-Spiel. Und alle haben gesagt, du musst durchgehen, nicht nach hinten spielen oder sowas. Ja, was okay. Ich eigentlich für sicherer empfunden hatte. Aber okay, also ich renne jetzt immer durch, wenn es so eine Situation ist, hoffentlich. Hoffentlich ist mein Instinkt da nicht zu groß, dass ich das dann mache. Okay. Aber du kannst dich anscheinend nicht mehr dran erinnern. Ne? Wir haben da eine übelste Umfrage gestartet. Yeah. So, bei YouTube nur oder auch bei Facebook oder so? Nee, ich weiß nicht, hast du Facebook? YouTube. Ich habe jetzt auf Facebook erstellt. Facebook, okay. Modern Consumer Basti, ne? Also alle hinzufügen. Ihr könnt mich da adden und ich guck mal, was man da so machen kann. Ich kenne mich bei Facebook überhaupt nicht aus. Aber wir sind jetzt hier beim Spiel, Mensch. Das Spiel ist viel wichtiger als Facebook. Doch, Facebook ist voll wichtig. Hier ist gerade ein WM-Finale am Laufen. Ein WM-Finale-Revival. Und da ist schon Halbzeit. 1-0. Ja, ich hatte aber... Guck mal, du hattest eine hässliche Chance, ja? Und die machst du. Und ja. Ich belager mehr oder weniger ein bisschen dein Tor. Also ein bisschen jetzt, hopp. Und geht natürlich wieder nichts rein. Wir haben das Jahr 2011 und ich habe mir vorgenommen, meine Chancen zu nutzen. Okay, ja, und das ist das jetzt dein Jahresvorsatz oder was? Das war mein einziger Vorsatz für dieses Jahr. Und mein ganz wichtiger Vorsatz ist, dass wir nicht hier ein 100 Jahre langes Spiel machen. Obwohl das ja alles ziemlich spannend fand ich. Und die meisten, oder eigentlich alle, ich habe nichts Negatives gehört, fanden auch unsere Spiele spannend. Ja, ist doch toll. 21 Minuten waren die Videos aber oder so, gell? Ja, genau. Aber eigentlich habe ich erwartet, dass du dir heute, es ist ja alles noch offen, übel zurückschlägst. Nö, viel zu freundlicher Mensch. Du machst zu viel Teamplay, ne? Da hatte ich ja auch gesagt. Du musst mehr eigensinnig schießen auch, denke ich. Zappel. Ja, sagt der selber gar keine Ahnung hat. Nö, ist ja okay. Ich bin ja auch so jemand, der immer seinen Senf dazu gibt. Oh, jetzt Ruhe. Und jetzt... Fernando Torres! Und das Five-Konzert, hört ihr es? Spielen wir da in der Amsterdam Arena, genau. Ja. Ich war schon mal da, gell? Also nur unten drunter durchgefahren, aber das zählt auch als durch, da. Ne? Irgendwie. Autobahn oder was? Oder eine Schnellstraße? Ich bin mal dran vorbeigefahren. Okay. Ja, die Amsterdam Arena hat ja den Nachteil, im Gegensatz, weil man kann sie sehr gut vergleichen mit der Felddienst-Arena, würde ich sagen, von Schalke. Okay. Weil die vom Aufbau ja auch so sind, ne? Dach auf, Dach zu geht ja und alles wunderbar. Super, ole ole. Aber Schalke hat den Vorteil... 3-0 hier gekommen, ne? Was? Schalke hat den Vorteil... Oh, jetzt habe ich mal einen nicht reingemacht. Und zum dritten Mal jetzt, Schalke hat den Vorteil, dass sie den Rasen raus und reinfahren können. Das heißt, der Rasen kriegt Licht. Das ist jetzt nochmal sehr wichtig zu erwähnen, ja. Und hier muss halt der Rasen immer regelmäßig gewechselt werden, weil da ja kein Licht rankommt. Ja, da muss man. Guck, der Pass kommt dann aber auch nicht durch, weißt du, das sind so Sachen. Dir fehlt das Glück des Tüchtigen. Das habe ich im letzten Video gesagt. Für den Ausdruck habe ich das Patent. Und ich habe heute Glück. Ich weiß. Ist bei mir immer so. Stecklenburg. Okay, du sagst natürlich richtig. Weiß ich nicht, ich hoffe. Wahrscheinlich, hört sich sehr gut an. Hört sich gut an, na dann, vertrauen wir deinem Gefühl. Hat ja Karriereende, ne? Auch im ManU dann Ende der Saison, soweit ich das weiß. Oh, jetzt komm, den schaffst du hier, Snyder. Doc Snyder, sag ich mal. Insider.
Snyder Insider. Yeah. 64 Minuten, du hast noch Zeit, hier geht noch was. Vielleicht solltest du mal was an deiner Strategie ändern. Vielleicht sollte ich auch jetzt motivier mich nicht auf diese väterliche, ich sag dir, wie es geht, Weise. Chaka, du schaffst es. Ja, ich genau. Will ja gewinnen. So, mein Sohn, ich erkläre dir jetzt nun einmal, wie das geht. Schaffst du was? Oh, guck, da kommt so ein Schuss vom gleichen Typ, weißt du, das ist... Tja, ich glaube, ich werde jetzt mal gleich irgendein neues Spiel aufs Feld bringen. Dann guck, wenn ich den Pass noch spielen kann... Ja. Warum ging es nicht? Ja, weiß ich nicht. Eieiei, ich glaube, das gibt jetzt eine rote. Gelb. Das war nur gelb? Gelb. Bin ich ja froh. Du hast heute Glück, hast schon wieder vergessen. Ja, stimmt, aber dann hättest du eigentlich auch nur einen Freistoß geben brauchen, oder? Festiger Glücksschlag. 35 Meter, nein, probiere ich nicht direkt. Ich muss jetzt eine Auswechslung geben. Ach, das geht ja gar nicht hier. Ah, das kann man hier nicht machen. Du hast es jetzt nicht gesehen, aber alle Zuschauer haben es gesehen. Ich bin gerade ins Menü gegangen. Das geht bei diesem Modus. Ja, es geht hier. Oh, da ist er drin. Robben ist wieder zurück. Ein Robben von der Niederlands. So, jetzt gibt es noch eine spannende Schlussphase, meine lieben Freunde. 26-jährige Robben und er macht hier, und er sagt's. Spannende Schlussphase ist wahrscheinlich wieder das Stichwort dazu, dass wir durch Zufall hier noch in der 90. Minute einen Ausgleich hinkriegen. Also wir. Mhm. Aber nicht mit mir. Ich werde hier noch nachsetzen und meine krasse Dominanz, meine super Chancenbewertung, an den Tag legen. Ja. Da hast du dich verkackt, ne? Oder? Verkackt. Oder erfolgreich verkackt. Diese Chance wurde erfolgreich verkackt. Ja. Irgendwie krieg ich jetzt hier gar nichts mehr hin. Spanien. Ja, also die Deutschen hatten bei der WM eigentlich wirklich keine Chance gegen sie. Man muss es ehrlich zugeben. Keine Chance. Doch, Groß hatte da die eine Chance zum Ausgleich. Ja. Aber das sehe ich auch so. Die hatten zu viel Respekt. Die hatten zu viel Respekt, sehe ich auch so, ja. Es war halt noch die Angst auch noch. Von 2008, ja. Genau, im WM-Finale verkackt. Verkackt. Yes, yes! Das war ja damals das Tor gewesen von Fernando Torres. War es, glaube ich, auch ein Fehler von Lehmann? Ja, das war auch lahm und so weiter. Also da kamen mehrere Faktoren zusammen. Ja. Aber ich glaube, ja gut, man war im Finale überhaupt. Das war das Wichtige. Damit hat noch nichts. Aber das toll, ich fand einfach, das klasse Spiel war zum Beispiel auch schon einfach da gegen die Türkei, ja. Ja. Und das war auch. Portugal war auch klasse. Ja, Mann, ich hab's so genossen, wo Cristiano Ronaldo da gesessen hat und so geheult hat wie so ein kleines Kind. Ja, aber das war ja für die ärgerlich, weil die gegen uns ja bei der WM 2006 auch verloren haben. Oh, nein, guck mal, das ist so Glück, dass dein Abwehrspieler da noch vor mich läuft. Das ist einfach nur Glück. Ich kann's sehen, wie du vor deinem Bildschirm grinst. Ja. Ist okay, ja? Nein. Würde mir nicht anders gehen, aber trotzdem nervt. Ey, weißt du was? Wir haben gar keine Tricks gemacht heute. Natürlich habe ich Tricks gemacht. Echt? Okay, ich habe keine Tricks heute gemacht. Hast nicht gesehen, zum Beispiel beim doch, Anstoß? Stimmt, du hast öfters mal so diese Hacken-Geschichte da gemacht, so nach vorne mitgenommen dann den Ball. Ey! Das war faul. Oh, er pfeift ab. Und das ist jetzt unsere erste Partie hier in den Prognosen. Gut, unsere dritte. Ja. Die erste, die vor... Also die rechtzeitig zu Ende ist. Was halt jetzt auch ist, in diesem Online-Teamwork-Modus gibt es keine Verlängerung. D.H. Wenn wir jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt noch ein 2-2 gemacht hätte, wäre trotzdem over and out gewesen. Okay. Das ist halt nur, wenn du jetzt den anderen Modus hingekriegt hätten. Ja. Ja. Okay, ich weiß nicht, das machen wir dann immer spontan, aber eigentlich ist Verlängerung immer schon spannend, ne? Ja, kurz spannend ist immer schön, ne? Ja, spannend wollen wir. Das ist toll. Ja, hier nochmal die ganzen Statistiken. Ich bedanke mich da mal wieder bei dir fürs Mitspielen. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich mal wieder verloren habe. Wir machen jetzt nochmal ein paar andere Spiele und ja, vielleicht bist du ja dann immer besser, ja? Ja, hoffen wir es. Ich nehme die Herausforderung an, jedenfalls, falls du mich herausfordern willst. Ja.
Ja, ja, okay. Klar. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, ja, macht's gut. Tschö. Tschüss.